Hier war bisher nicht viel los. Ganze 305 Einwohner hat das Dorf Senzke und ein Schloss. Das ehemalige Herrenhaus der Familie zu Bredow wird seit Montag total umdekoriert. Landschaft, Kunst und Nachtleben sollen hier zu einem Event verschmelzen. Statt Industriebrachen und dunklen Szenetreffs eine Woche Natur pur für die Clubkünstler. Also ich habe viele Sachen über die 20er Jahre gelesen und dachte immer, das ist schön, wenn man so mit ganz vielen Künstlern irgendwo hingehen kann und sich ein bisschen entspannen kann und zur gleichen Zeit arbeiten. Und hier kann man wahnsinnig gut arbeiten. Es gibt schöne Ateliers und es ist einfach ein Experiment. Erstens, um zu sehen, wie die Kunst in der Natur ist und außerdem, dass man sich auch mal in einer schönen Umgebung irgendwie betätigen kann. Nachtschwärmer auf Landparty. Normalerweise sind sie in den angesagten Berliner Clubs zu sehen. Im E-Werk, 90 Grad oder Maria am Ostbahnhof. Rund 30 Künstler, Musiker, Maler und DJs. Ein Querschnitt der Berliner Underground-Szene bringt Club-Atmosphäre aufs Land. Ob Videoinstallationen von Media Morph, Cheap Art von Jim Avignon oder Ambient Lounge Music von Silencer. Über das ganze Schloss verteilt werden 15 Partyräume entstehen. Jeder für sich eine Installation mit der entsprechenden Musik. Kunst oder König nennt sich das Happening, nicht ohne Ironie. Ich bin gespannt, wie die Umgebung reagieren wird, weil es natürlich eine ganz andere, ein anderes Lebensgefühl ist, weil es eben aus der Nacht, aus dem Underground entsteht. Ich weiß nicht, also bis jetzt waren die eigentlich immer sehr interessiert, wenn sie zur Ausstellung hier hingekommen sind. Mal gucken. Ich meine, die Musik ist ja auch da. Das ist auch Musik, die man normalerweise hier nicht hört. Also es ist auf alle Fälle für die Künstler aus der Stadt wie auch für die Umgebung bestimmt interessant, weil es zwei totale Gegensätze sind. Und das finde ich eigentlich das Spannende dran. Vor gut 4 Monaten wurde Schloss Senzke für die Kunst entdeckt. Bis zum letzten Sommer war hier noch eine Schule. Danach drohte Leerstand und Verfall. Jetzt soll hier ein soziokulturelles Zentrum entstehen mit Ateliers und Künstlersymposien.